Jetzt sollte ich gleich noch schnell einfach hier unten kurz gucken, ob wir da noch etwas haben. Wie gesagt, müsste ich sagen, wenn ich die Erkundungsabschnitte nerven, dann kann ich die auch einfach immer. Wie soll ich sagen? Ich kann auch einen Art Schnelldurchlauf machen oder ich kann es so karten, dass man halt echt, wenn ich da etwas gefunden habe, dass ich euch das zeige. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du in diesem Game ein bisschen schauen gehst, wo was ist. Sicheren Seite. Klumpen Fleisch. Da geht es rauchen. Haben wir noch Materialien vergessen? Aber ich weiss nicht, für was Materialien sind. Gerne Tipps. Muss ich wirklich jedes so Ding mitnehmen? Oder längt es, wenn ich einfach so per Zufall einmal mitnehme? Das ist keiner, der brennt. Da ist aber einer, der brennt. Hier schießt irgendetwas. Hier schießt doch irgendetwas. Nee. Das ist ja nicht aber. Ah, schau, das ist so ein Ding, das wir mitnehmen können. Das ist das, was wir jetzt rufen könnten. Theoretisch. Die sind jetzt auch recht abgeordnet. Bis jetzt sehe ich den Schau. Oh! Sally da! Wer bist du? Relativ mühsam mit ihrer Range. So. Scheiße, die Mora steht wieder auf. Ah, jetzt nicht mehr. Halt. Wow! Okay, die Kebe muss zweimal killen. Gut zu wissen. Ja, steht er wieder auf. Und dann geben wir ihm noch einen Schein. Vielleicht hätte ich die. Oh, wieso lag es jetzt? Vielleicht hätte ich die Qualen nicht so anficken. Kommt noch einer, wir gehen aus dem Friedhof raus, nicht dass wir plötzlich einen noch. Hier so, oh, der steht nochmal auf. Kommt keiner von links und von rechts. So, setzt sie nochmal zusammen, Kollege. Sieg. Gut. Sagen wir jetzt nicht, die ganze Jura Chance gemacht, für einen Schmiedestein. Aber nicht nochmal für einen, komm. Das hier ist auf 100 Mal Nachricht, sein Schatz voraus, die kämpfen. Ja, schau, er kann hier angreifen, da der Kollege S. Wir haben schon gerade jetzt nicht mehr Ausnahmen, wenn ich schon da bin. So. Das ist jetzt hier nichts, außer dem einen Schmiedestein. Jetzt schauen wir uns um den Monolith rumlatschen. Okay, gut, da gibt es hier nichts. So eine Art Krypta gibt es ja hier nicht, wo man rein könnte, nehme ich an. Nö, gut. Mount up.
Ich habe das Gefühl, aus dem kannst du den Lebens... Okay, Junge, viel gefallen. Ich habe das Gefühl, es kumpelt mir jetzt gegen den Boss an den Ring. Siehst du, so mal habe ich nichts gekommen, Schwein gehabt. Das ist ein bisschen mühsam, seine Kollegen kommen noch. Meine Frage, ob man die natürlich jetzt muss... Wow! Ah, fuck, ja, nein! Scheisse. Zu wollen. Definitiv zu viel wollen. Aber ich spüre hier etwas. Da gibt es etwas, ich spüre es. So, wenn zum Thema, wir gehen mal richtig Stormwell, hä? Wo bin ich jetzt durch? Ah, warte, jetzt sind natürlich die scheiß Wölfe da auch wieder da. Ich würde gerne meine Rune wieder. Sind wir da hinten, glaubst du? Ah, die Runen werden auf dem Kompass angezeigt. Aber... Jetzt müssen wir etwas schleuer machen, da hinten. Jetzt sind wir, glaube ich, hier hinten, genau. Ich komme jetzt nicht auf, ich muss vorrufen. Ich probiere die Klauen so weit ich kann mal nicht anzuficken. Genau. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn ihr nicht seht, was ich aufnehme. Das ist... Sag nichts, wenn ich etwas... So. Jetzt ist ja aus dem Friedhof auch noch so ein Dude gekommen. Ah, die Käben graben sich hier aus dem Boden raus. Oh shit. Der ist jetzt schon lang tot. Der steht nochmal auf. Du bleibst, weil er tot. So. Jetzt gehen wir da schon ein bisschen rundum, nicht mit jetzt rein. Hier steht doch sicher auch noch einer auf. Nicht! Jetzt bin ich aber enttäuscht. Da ist dann noch ein paar auf. Jetzt kann ich die nicht holen. Kann ich auch nur bei den Bossräumen holen, die Dinger. Komm. Oh. Komm, ich will nicht deine Kollegen noch müssen holen. Genau das wegen. Die Sekte. Eins gegen eins können ihr nehmen. Zuerst schauen. Du bist tot. Du bist tot. Gut, gut trainen. Wer da? Komm. Ah, du kannst auch, wenn sie direkt liegen, einfach nochmal nachtreten, quasi.
Ja, da kommt noch mal einer vorne. Ja, den Friedhof musst du relativ easy machen. Ich sehe es doch, dort ist es laut. Aber ich spüre auch, dass da nochmal Leute aus dem Boden kommen, ich sage nichts. Magie-Fett. Schon immer mal wollen. Die alten Soldaten von Godric. Asch. Oh nice, wir haben eine Asche gezielt. Wow! Alter, was macht die? Alter, nein, ich will nicht poisoned werden, das wäre ein bisschen ungeil. Oh. Ich glaube, daheim ist hier auch. Ja, perfekt. Also hier. Für alle, die es wollen. Hier hat er die Asche von Godric Soldaten. Ich nehme an, die ist recht nice, weil das sind panzerte Dudes. Und dann bekommen wir sie von diesem Dude. Genau. Also, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum hier. Und dann bleibt uns eigentlich übrig, ob wir richtig Schloss wollen, was das Spiel ja will, oder ob wir rechts rausgehen. Ich würde ja gerne mal die Soldaten ausprobieren. Ich glaube, wir gehen mal richtig Schloss. Da vorne könnte es witzig werden. Das darf ich schnell. Chillt sich da mal vorne. Ich will es jetzt aber auch mal ausprobieren. So, da. Wie mache ich das? Oh, okay, Aufwärtsschnitt. Krass, wie habe ich das gemacht? So, und er rums. Und dann fliegt er einmal Ort in nordwärts. Aber das verbraucht Mana, hä? Also macht es glaube ich schon Sinn, wenn wir zwischendurch mal ein, zwei von diesen Tränkchen genommen haben. Kurze Frage, wie viele Runen haben wir eigentlich mittlerweile? 1800, das ist schon wieder sehr viel. Gehen wir mal schnell schauen. Jetzt mark ihn als Pau, das ist nie gut, aber jetzt... Ah, schau, jetzt kann ich sie brauchen.
Also wenn das Dungeon-Symbol da ist, kann ich die Dudes brauchen. He? Das sind zwei solche, ihr Verrecken. Und der eine schießt noch. Ja, das hat sich richtig gelohnt, Mann. Gönnt nicht die Jungs. Der macht ja ordentlich Schaden. Ich werde schon mal ein bisschen. Was ist es? Die sind ja richtig nice, die Dinger. Oh, steht ja noch einer im Busch. So. Hey, hast du gewusst, dass hier irgendetwas steht? Schön reingesandwichelt. Das ist natürlich er, der jetzt auch so... Okay, Soldaten des Godrics, Giele, holt nicht die. Die sind nice. Gibt sicher noch besser, aber... So. Stufenaufstieg. Machen wir das mal so. Haben wir noch irgendwelche Ausrüstung bekommen? Also ich hoffe, es macht noch nichts aus, wenn ich die Sand brauche, aber ich bin der Meinung. Das ist sicher nicht nur gut, aber ich bin der Meinung, wenn es einem das Spiel gibt, dann kann man so brauchen. Und so OP sind die Dinger jetzt auch nicht. Ich würde das Ding dann mal verkaufen, das bräuchte ich nicht, sie aber jetzt gleich. Okay, das ist fix, ein Boss, aber so etwas von fix. Der ist richtig, aber. Ach du Scheiße. By the flame of ambition. Ja, das ist doch mal ein hübscher Käb. Jetzt holen wir uns die Jäger. Komm, bevor er zuschlägt. Okay, Nicker 3, Snake, Nicker 3. Okay, der muss gegen hinten dodgen. Der muss
unten durchdatschen. Dann können wir ihm einen mitgeben. Okay. Hey. Warrior blood must truly run in thy veins. But these Probieren wir es noch einmal. Die zwei holen wir wieder. Komm. Recht am Komm, nimm mal ein bisschen Agro von mir wieder. Okay, das ist verheerend. Vielleicht kann ich gleich schnell die Axt noch upgraden. Probiere es mal mit der Axt, dass wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbekommen. Das machen wir jetzt gleich schnell, weil mit den Steinen haben wir jetzt ein paar. Machen wir jetzt vielleicht schnell, vielleicht ist das Grossschwert jetzt für den Kampf nicht das Optimale. Machen wir jetzt noch schnell. Und dann hätte ich gesagt, wir schauen auch schon auf die Uhr. Das ist schon klassisch, wenn man geht, wenn man das Game richtig geil findet. Bitte jetzt natürlich keine Rune. Scheiße. Aber, für das genau für so etwas haben wir uns das aufgehoben. Wunderbar. Das hätte ich gesagt, ja, für euch wird es wahrscheinlich morgen oder sogar noch heute sein, je nachdem, wenn ihr es schaut. Probieren wir in der nächsten Folge nochmal den Tarnished, der Margaret, der Grausame. Auch der hat den sicher Hammer gehabt, ich wollte auch. Probieren wir den dann mal mit der Axt und schauen, ob das besser geht. Ich denke, die zwei Soldaten sind schon mal sehr nice. Kann ich euch nur empfehlen, die zu holen. Und darum, ja, Abo, Like, ihr kennt es ja. Alleine da, für einen Schweizer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, was wieder heisst. Snakeflake beats Elden Ring. Bis jetzt sehr gut gelaufen. Tschüss.